Brandenburger Gewässer bekommen Nachwuchs. Der Landesangelverband Brandenburg hat heute rund 1 Million Glasaale in Verbandsgewässer ausgesetzt. Dort sollen sie sich vermehren. Der europäische Aal gilt als stark bedrohte Fischart, deshalb muss der Mensch nachhelfen. Die kleinen Aale kommen aus Südfrankreich von der Atlantikküste. Das Projekt Besatz mit europäischem Aal wird gefördert durch die Fischereiabgabe des Landes Brandenburg. Klimawimpel für Cottbus. Am 19. März will Fridays for Future Cottbus erneut demonstrieren. Das Streikformat ist aber anders als bisher. Die Teilnehmenden sollen Plakate und Wimpel malen und die dann mit dem Hashtag #NoMoreEmptyPromises, also zu Deutsch keine leeren Versprechen mehr, versehen. Die können dann im Bioladen Schömmel oder im Piccolo-Theater abgegeben werden. Am Streiktag werden die Plakate dann am Altmarkt ausgestellt. Bibliothek öffnet schrittweise. Die Stadt- und Regionalbibliothek im Lernzentrum Cottbus kann ab morgen wieder besucht werden. Maximal 10 Besucherinnen und Besucher dürfen sich gleichzeitig im Gebäude aufhalten. Die Bibliothek öffnet sich jede halbe Stunde. Eine telefonische Voranmeldung ist nötig.